Wir, Susanne und Jan, wollen raus aus Europa und rein ins Abenteuer Afrika. Mittlerweile sind wir circa 3 Wochen in Marokko unterwegs, der Ostküste entlang. Unser Weg durch Afrika mit Ziel Tansania führt uns über die Westküste durch viele uns unbekannte Länder. In dieser Folge geht es via Marrakesch weiter in den Südwesten Marokkos. Wir haben bis hier im Osten Marokkos ca. 5000 Fahrkilometer gemacht. Und da unser Defender mit 27 Jahren nicht mehr das jüngste Auto ist, wollten wir schnell mal zu einem Check-up fahren. Aus dem schnellen Check-up ist dann ein ganzer Tag Reparatur geworden. Wir konnten endlich das Schloss an der hinteren Tür reparieren und der Defender wurde hinten um 5 cm erhöht, da wir ein ziemliches Gewicht mit uns tragen. Dank dem tollen Einsatz von den Mechanikern sind wir nun wieder sicher unterwegs, weiter in Richtung Süden. Die Fahrt führt über das Atlasgebirge mit über 2000 Meter Höhe. Genauer gesagt nach Ouarzazate, der Filmstadt Marokkos. Gladiator oder einzelne Szenen aus Game of Thrones wurden hier gedreht. Wir machen heute Nacht Halt in der Wüste von Ouarzazate irgendwas. Ich kann das Wort nicht aussprechen. Ouarzazate. Ja, ein wunderschöner Campingplatz. Die Hunde, die sind am Spielen. Und es ist schön ruhig. Ab und zu mal ein Motorradfahrer. Aber sonst wieder ein Traum hier. Nachdem wir uns alle gestärkt haben, geht es vom Land in die Stadt. Marrakesch, das komplette Gegenteil von dem, was wir bis jetzt erlebt haben. So viele Menschen, brutale Lautstärke, einfach krass. Hey, und ich sage euch eins, unterstützt die Scheiße nicht mit den Schlangen, mit den Affen. Ein Äffchen hochheben, das ist einfach nur Scheiße. Ich weiß, wir sind in einem anderen Land und das läuft hier so. Aber die Touristen, die das unterstützen, die fördern das noch die nächsten Jahre. Wir sind jetzt hier auf dem Fischmarkt in Essaouira, direkt am Hafen. Überall liegen Fischköpfe rum, deswegen auch die vielen Vögel hier. Der Geruch ist wirklich durchdringend. Ein Tipp, wenn ihr in der Stadt unterwegs seid und irgendwo am Straßenrand parken wollt, kommt sehr wahrscheinlich irgendein Typ, der behauptet, ihr müsst jetzt bezahlen für das. Sagt ihm, dass ihr das nicht bezahlt und wenn er dann trotzdem aufdringlich ist, dann sagt ihm einfach, hey, dann gehen wir doch zur Polizei und fragen, wie das so läuft. Und in der Regel geben sie dann nach. Was aber normal ist, dass man eingezäunte Parkfelder hat und dort bezahlt man, aber das ist auch sehr groß angeschrieben. Es ist auch angeschrieben mit Parking. Und das ist dann das, was ihr bezahlt. Normalerweise bezahlt ihr für einen Tag 50 Dirham. Also, lasst euch nicht verarschen. Geht mit Verstand an die Sache. Das Beste an Marokko? Definitiv die offenen, freundlichen Einwohner. Mit jedem Tag können wir besser Französisch und damit uns noch besser mit den Einwohnern austauschen. An fast jeder Straße kann man frisches Gemüse und Lebensmittel kaufen. Granatäpfel, Avocados, Zwiebeln, Trinkwasser etc. Jeder kleine Stand ist auf etwas spezialisiert. So macht das Einkaufen nebenbei am Straßenrand Spaß. Durch den muslimischen Glauben ist natürlich kein Alkohol oder Schweinefleisch zu finden. Da ich irgendwann aber unbedingt auch mal wieder einen Wein trinken wollte, fing die Recherche an. Bei der Gelegenheit haben wir einen verruchten Nebeneingang in ein extra Alkohollager der Carrefour gefunden. Gut versteckt und nirgendwo angeschrieben, kein Wegweiser. Was half, waren die Rezensionen bei Google Maps. Ein Klick auf Alkohol als Stichwort und schon hatte man eine super Wegbeschreibung in den Keller oder Nebeneingang. Gibt es nur in den größeren Städten. Es kaufen aber auch viele Einheimische dort ein. Der Laden läuft also. Kann dementsprechend wohl doch nicht so wenig Interesse da sein, wie man offiziell vielleicht denkt.
Man kann sogar mit Karte zahlen, was sonst in Marokko eher selten der Fall ist. Selbst bei der Autobahnmaut braucht man immer Bargeld. Auf dem ganzen Weg durch Marokko sind wir an vielen Kontrollen vorbeigekommen. Die Polizeikontrollen sind auf unserer Reise immer sehr nett gewesen. Wichtig ist einfach, sich an die Stundenkilometer zu halten, langsam an die Kontrolle zu fahren und immer ein Lächeln und bei Bedarf alle Papiere dabei zu haben. Effektiv kontrolliert haben sie uns in den 2 Monaten nur 3-mal. Und auch da nur die Reisepässe kurz angeschaut, gefragt, wohin wir unterwegs seien und uns freundlich eine schöne Weiterreise gewünscht. Diese führt uns weiter gen Süden mit wunderschönen Dünen, welche uns einen Vorgeschmack auf die Westsahara geben.